Danke Bruno. Danke auch Lea, die, denke ich, die größte Scheiße aus persönlicher Erfahrung dargelegt hat und deutlich gezeigt hat, mit was für einem kriminellen Despoten wir es hier eigentlich zu tun haben mit Erdogan. Wir stehen deswegen hier, um gegen die Politik von Erdogan zu protestieren. Und unsere Anklage richtet sich dabei, wie Bruno ja gerade gesagt hat, auch an die deutsche Bundesregierung, die mit Milliardenbeiträgen die Politik eines Kriminellen unterstützt und damit grundsätzlichsten rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht. Wir sind nicht einverstanden, wenn Erdogan behauptet, es hätte im Osmanischen Reich keinen Völkermord an den Armeniern gegeben und so weit geht, dass er im eigenen Land ein Denkmal abreißen lässt für die Menschlichkeit. Wer Denkmäler für die Menschlichkeit abreißen lässt, ist offensichtlich ein Unmensch. Wir sind auch nicht einverstanden, wenn im Dezember 2013 die ganze Regierung Erdogans im Zuge der Aufdeckung eines Korruptionsskandals verhaftet wird, aber der Kopf dieses Skandals, Erdogan selbst, ungeschoren davonkommt. Wir wollen an der Stelle, dass auch in der Türkei wieder ein Funken Gerechtigkeit einkehren kann. Und das geht wohl nur ohne Erdogan, wie er sich verhält. Der Abschuss von Flugzeugen, die internationale Kriege auslösen könnten, spitzen die Syrien-Krise zu. Wir haben gehört, wie er die Menschen behandelt. Und der Deal mit der Bundesregierung, für jeden Flüchtling, der weiterreisen darf, einen Geflüchteten im eigenen Land unter unbekannten Bedingungen zu behalten, ist inakzeptabel und ist unmenschlich. Und wir bezahlen das. Das geht so nicht, Frau Merkel. Das kann nicht sein. Wir können keine Geschäfte mit Kriminellen machen. Und die Spitze des Eisbergs, die zeigt, wie Erdogan sich selbst sieht, ist, wenn er im Januar 2016 darauf verweist, dass Regierungen wie seine ja schon mal funktioniert haben in Deutschland, in Hitler-Deutschland. Damit hat er sich verglichen, Erdogan, mit Hitler. Die Politik von Erdogan, das haben wir gehört, ist religiös geprägt und rückständig. Er verkündet öffentlich, religiöse Einflüsse stärken zu wollen und die Türkei als Führer der muslimischen Welt zu etablieren. Im September 2008 hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats erstmals angemahnt, dass die Pressefreiheit in der Türkei unterdrückt wird. 2011 hat erstmals in Deutschland die ARD von Einschüchterungen und Verhaftungen kritischer Journalisten in der Türkei berichtet. Ich bin froh, das Ganze auch von Lea nochmal so lebensnah hier zu erfahren, denn die Presse hat anscheinend noch maßlos untertrieben, wie weit diese Einschränkungen gehen. 2014 wurde dann ein Gesetzesentwurf in der Türkei durch das türkische Parlament verabschiedet, der die staatliche Internetkontrolle verschärfen soll. Mit dem neuen Gesetz kann die Regierung unerwünschte Inhalte aufgrund von Beleidigungen im Internet grundsätzlich sperren. Kurz danach folgten dann Sperren von YouTube und Facebook. Inzwischen gehen die Anwälte massiv mit Verhaftungen, die Polizei dann und verschwinden lassen von Menschen vor. Auch gegen Kinder, gegen Schüler und Studierende. Erst kürzlich ist ein Student zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er Erdogan öffentlich einen Diktator genannt hat. Dass Erdogan das Ganze völlig normal findet, sehen wir jetzt am Verhalten. Nach dem Zeigen dieses Videos bei Extra 3, dass er den deutschen Botschafter, den Botschafter in der Türkei einbestellt und glaubt, Einfluss nehmen zu können auf unsere Presse. Was er nicht gedacht hat vielleicht hat er es auch gedacht, aber vielleicht hat er auch gar nichts gedacht, ist, dass die Zahl der Klicks auf dieses Video 50.000 am Anfang auf inzwischen weit über 3 Millionen gestiegen ist. Und überall die Menschen wissen, was passiert in der Türkei und sich plötzlich dafür interessieren. Und so muss auch dieser Protest wachsen von 50 Leuten, die wir jetzt sind, auf 3000 beim nächsten Mal, um zu zeigen, dass wir mit krimineller Politik in der Türkei nicht einverstanden sind. Keine Macht dem Erdogan! Keine Macht dem Erdogan! Wir sind keine 50, sondern Millionen! Danke, dass ihr da seid. Erzählt bitte von diesen unglaublichen Geschichten. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon.